madness ends! Right here, right... Der Verschlinger. And this time, we really mean it. We've all come so far. We've faced so much. Aua. Yikes. Tut weh. Naturally, we are all leaving this fight alive. Hell, I'm just getting warmed up. You ain't seen nothing yet. The great spirit's getting desperate. Kannst du deine Hand mal bitte hier irgendwo was stehen lassen? Ich will dich angreifen. Schon mal ein Ananas-Gelee reinschmeißen. Genug HP zu haben. Oh, nice. Erstmal den Meteor Storm runterholen. Okay. Der nimmt aber echt eine Menge Schaden. Also der hat zwar auch eine Menge HP, aber der frisst halt auch richtig Schaden einfach. Selbst bei den normalen Angriffen. Oh, ich bin gleich tot. Zählst du als Luftgegner? Wahrscheinlich. Unten. Ich habe seine Hand gesprengt. Ist vielleicht nicht so nett von mir gewesen, aber okay. Moment. Lass mich da voll mal draufhauen. Das hat aber richtig gezwiebelt gerade. Schade, ich den einfach gemacht habe. Was? Leute, wollt ihr mal da aus dem Mystic Art raus? Okay. Irgendwie ist zum Glück nichts passiert. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Außer, dass es sein Mystic Art war, was einfach mal ein Black Hole ist. Aber okay. Vielleicht hat er einfach nur nicht getroffen. Ich habe das Gefühl, der rutscht ab. Oh, guck mal, er hat Dorn rausgeholt. Lass mich mal volle Kanüle wieder draufhauen. Ich liebe das, so einfach volle Power draufzuhauen. Ihr müsst mich noch einmal heilen. Ich bin fast tot. Bitte. Danke. Jetzt kann ich nochmal draufhauen. Nö, mach nochmal Mystic Art. Ich dodge mal wieder einfach nach vorne, ne? Oh, da ist das schwarze Loch. Da will ich nicht hin. Ich glaube, das macht einfach dauerhaften Schaden, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Oh, gar nicht so viel Kaffee, um drauf zu hauen. Schmeiß mal ein bisschen Heilung rüber. Hast du gerade betäubt? Machst du gerade den Mystic Art wieder? Dann lass mich mal draufhauen. Und dann schnell einfach wieder mit dem Traubengelee heilen. Ah, er macht wieder sein Mystic Art, okay. Dann dodge ich mich wieder mal davon. Okay, ich merke das gerade wirklich. Du kriegst einfach dauerhaften Schaden von seinem Mystic Art. In regelmäßigen Abständen. Ah! I see. Nö, der kann auch diese dummen Kugeln. Hört mal auf zu casten. Oh, ich bin tot. Hey, unser erster Trank des Lebens. Bin schon wieder tot. Hol mich mal wieder zurück. Aua. Out of the woods.
It's you and me. This is it. This ends now. Das ist unser Runners Alma. To the beginning of time. Big Bang. Ja. Nur leider ein weniger episch. Start the ceremony now, before it can recover. Shion. Yeah. Nein! Junge, warum? I've returned, just as I told you I would. Hand it over right now. You plan to use this to defeat the Great Spirit. Which is precisely why I'm here. Stand aside and watch. Just as well as you and your sorry lot. The great spirit that tried to control me will be annihilated. I won't let you do that! Yet do it I shall. And there's nothing you can do to stop me. You bastard! I shall fulfill my duty as a ruler. With this power, I'll bury that woman and the great spirit. Then this charade will finally end. Save everyone. And Sion! Hmm. Sight.
Ein One-on-One mit dem? Okay. By the way, wäre es wirklich nach dem Great Spirit vorbei gewesen, hätte ich das echt enttäuschend gefunden. Das wiederum finde ich jetzt echt cool. Slay the girl and the Great Spirit and erect a fortress of death over both worlds. What do you get from this? When you have all that power, what will you do? My dominion shall reign over all existence. Nothing else matters. Aber ein One-on-One als Finale, wenn man keinen Heiler hat, gegen Gegner, der dreimal so viel, Zeugs hat wie du? Ich weiß ja nicht. I used to wonder why I was still alive after so long. But there are things in this world, in the here and now, that are worth protecting. That's why I'm still here. And I won't let you take them away! Try harder! My turn! Demon Fang! Slash! Wobei, ich mach zumindest guten Schaden. Not today! Why do you resist? Demon Fang! So, wenn er gerade am Boden ist, kann ich nämlich immer schnell heilen. This should do it! Ha! Demon Fang! Enough of your foolishness! Wobei ich gerade sagen muss, ein One-on-One ist eigentlich perfekt für dieses Kampfsystem, um mal zu zeigen, was man damit alles machen kann. You will know nothing but action! The fury of lightning! Demon Fang! Demon Fang! You will know nothing but action! Try harder! The fury of lightning. Nope. Demon Fang. Ich warte, bis dein Oberlimit abläuft. Hm, vielleicht auch nicht. Oh, ich bin eingefroren. Das ist nicht so cool. Ich kann auch nichts tun. You control others to keep from being controlled, but that's a path of never-ending hatred. Don't you understand? It can only end in destruction. The only way to avoid it is with forgiveness. The words of a coward, your weakness disgusts me. You're wrong. It takes true power to forgive. I have no use for forgiveness. The strong shall always triumph here. Na, lass mich jetzt einmal schnell heilen. Oh cool, bin voll. Nee. Schon wieder eingefroren. Meine Güte. Oh, ich darf nicht aufs Menü zugreifen. Nett. And the slaves who sacrificed their compatriots that they might live. There is no love, no friendship, not there or anywhere else. Is there no way for you to see this differently? Enough! You gamble the fate of this world to save a single life, and yet I am the evil one? How utterly ridiculous. It's true. Maybe it is selfish of me to want to save her, but I swore that I would let no one else be sacrificed in this battle. You and I are so much more alike than I had ever imagined. No, we're not. I want a world built on kindness, on giving, on warmth. You take and destroy. I'm nothing like you. Try this! Explosive ring! Power is all! I am the true summon! All others shall be banished. Explosive ring. Try harder. The blazing sword. The power Xion has bestowed upon me. I'll take you down. It's on. Not today. The flame inside me yearns. Time to let it rip.
Not today! It's on! Take you this! You run! Rending flash! It's over! You are the last obstacle impeding my progress! Die! That's my line! I'll show you the limits of your solitude! Done is evil. There's no denying that. I know you didn't walk your path out of weakness, but merely from misguided strength. Misguided because you were alone. Because you had no friends to keep you on the straight and narrow. No one to use all that strength for, other than yourself. That loneliness could make a monster out of anyone. Out of me. I understand. And I forgive you, Volrun. I don't need your victor's pity. And you can choke on your vain forgiveness. Don't! You wish to save this world? To make your selfish dreams into reality? If you choose to walk that path, you choose a path of betrayal, despair, and corruption. And in the darkness at the end, I'll be waiting for you! Volrun! Hat sich gerade in die Luft gejagt? Yes, but you still possess the Blazing Sword. It may not be quite as strong as the Rennis Alma, but nonetheless... I can't! I would never! It would kill you! My thorns, they're... Soon the Great Astral Spirit will break free. And when that happens, no one will be spared. But there's still time. You can still destroy the thorns, and me with them. But that is... That's exactly what we've been fighting to prevent. I promised I would find a way to save you. You did. I know. But I don't want you to die either. So please... Don't let me be the end of the world. Look! The path Dana's energy flowed through is still open. We can use it to call out to Dana's will! Alfin, what are you saying? Don't you remember? Rinwell said there was a little bit of Dana's will inside all of us.
there is a way everyone can come together to form Dana's will, then maybe we can ask for it to help us, to find us a way out of this. Are you really saying that if all of Dana thinks of saving us, it will become the will of the planet itself? That's madness. Maybe so, but it's the only way we can save you. And the only way to save Rena, too. To save Rena? That's right. Rena's will never had evil intent. If we're saving everyone, that includes them. I don't want to live in a world without you, Sion. And I'm tired of living a life built on death. Alf and I... I'm with you. Collective will of Dana, hear my plea! I want to save Sion! And I want to save Rena too! I want to end this cycle of one joy constantly being sacrificed for another's pain! So please! Grant us your strength! Passend zu den ganzen Blüten, die da rum Sion herum sind, sieht es auch aus, als wären das Blütenblätter, die da überall hochfliegen. Da gerade Rena wieder aufgebaut im Hintergrund. Ah, jetzt kommen die Voice Actor. Jetzt könnt ihr gerne weggucken. Beziehungsweise, die Frage ist jetzt, werden auch die Charaktere... Ich kann mal nicht weggucken, du musst einfach das ganze Bild weghalten, je nachdem, ob die Charaktere gleich noch gezeigt werden oder nicht. Noch ist safe. Aber wir sind in den Credits. Es tut mir leid, dass ich über das Lied drüber rede, aber... Ich kann es jetzt einfach schlecht einfach nur durchlaufen lassen die ganze Zeit. Jetzt kommen ja erstmal die Main Characters, ja. Es wird ja schon nicht direkt nach den Main Characters direkt der Spoiler kommen. Also, fällt mir gerade nur ein.
Es kann sein, also nicht es kann sein, es wird gleich kommen, wohl, dass die Cameo-Charaktere, die dieses Spiel noch hat, gleich als Voice-Actor gezeigt werden. Von daher, guckt da gerne mal was weg. Gleich an einer Stelle. Wenn ihr nicht gespoilert werden möchtet. Wenn ihr doch gespoilert werden möchtet, dann sagt es bitte nicht im Chat. Ich finde schön, dass selbst Hootle einen Voice-Actor hat. Weißt du, wann genau die kommen? Zufällig? Ja. Problem ist halt, ich muss halt da hinweg gucken, dann selbst dann sehe ich was aus dem Augenwinkel. So, wir sind durch. Ja, aber ich wurde bisher noch nicht gespoilert. Ich weiß halt nicht, was für Cameo-Charaktere es gibt und ich will es auch nicht wissen, deswegen. Ich verdecke meine Augen und sehe nur den Chat. Wir sind durch mit der Hauptstory. Was ich verdammt cool fand am Ende. Ich fand schön, dass sie sich am Ende auch geküsst haben. Also das Ende ist echt, hat echt nochmal gut abgeschlossen. Ich fange einfach vorne an. Wisst ihr, ich habe mir heute, ja, hatte ich glaube ich vorm Stream schon gesagt, dass ich mir eine Liste gemacht habe zu meinem Fazit. Und ja, es ist so ein paar Seiten. Wenn man das in DIN A4 Seiten nimmt, ist das glaube ich zwei DIN A4 Seiten lang mein Fazit. Die Musik etwas leiser. Oh, das ist sehr laut. Okay, Moment. Das wusste ich nicht. Das habe ich nicht mitbekommen. So. Also, wie gesagt, ich habe zwei DIN A4 Seiten voll mit Fazit gemacht, weil ich mir einfach mal alles aufgeschrieben habe zu diesem Spiel. Und oh. Ist das jetzt echt ein großer Planet geworden? Weil, wie gesagt, man hat am Ende gesehen, dass sich Irena so ein bisschen aufgefüllt hat mit Astralenergie. Maybe? Die Frage ist, was passiert mit den ganzen Leuten und den ganzen Städten? I don't know. Oh, wir kriegen sogar noch eine kleine Cutscene. Dann komme ich gleich zu meinem Fazit. Gut, dass ich noch nichts gesagt habe. Let's go! Kann es sein, dass wir mal wieder ein Tales mit einem Happy Ending haben, ohne Wenn und Aber? Das ist ja schon lange her gewesen.